So Freunde, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, aber gestern gab es noch Leaks für Dragon Ball Z Dokkan Battle JP. Es sind Leaks, Änderungen, Vorbehalten, das Ganze mit Vorsicht genießen. Aber falls ihr mein gestriges Video nicht gesehen habt, schaut es euch auf jeden Fall erstmal an. Da ging ich auf die Frage ein, wo sind eigentlich Gohan, Beast und Orange Piccolo, also im Prinzip die Filmcharaktere. Und parallel dazu kamen eben im Prinzip dann diese Leaks. Und worum geht es in diesen Leaks, Freunde? Und zwar geht es darum, dass Dragon Ball Z Dokkan Battle JP, wie es scheint, Gamma 1 und 2 bekommen wird. Aber wie gesagt, es sind Leaks, Leute. So. Ich würde dann trotzdem noch hier als quasi Folgevideo zum gestrigen Video, weil ich bin ja drauf eingegangen, wo die ganzen Charaktere sind, egal wo. Nicht nur in Dokkan und JP, sondern an sich Figuren, Karten etc., Merch und. Würde ich hier jetzt gerne speziell darauf eingehen. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Dragon Ball Z Dokkan Battle JP Gamma 1 und 2 demnächst bekommt, dann sieht das Ganze in vielerlei Hinsicht auf jeden Fall sehr interessant aus. Denn zum einen haben wir ja gerade aktuell die Kid Goku Campaign, die online ist auf Dragon Ball Z Dokkan Battle JP. Und die geht aber nur ungefähr bis zum 20. Oktober. Das heißt, erste Frage, dieser Gamma 1 und 2, der kommen wird, kommen wahrscheinlich dann danach. Also jetzt relativ zeitnah gehe ich davon aus. Ich denke jetzt nicht, dass er das hier liegt und das Ding kommt erst nächstes Jahr oder so. Sondern ich denke relativ demnächst zeitnah. Also mehr oder weniger so spätestens nachdem die Kid Goku Celebration zu Ende ist. Wenn dieser Charakter tatsächlich nach Kid Goku kommt, ist ein Dokkan-Fest-Charakter. Und die Frage ist, ist es ein Duo-Charakter? Ist eine Karte? Ist eine Karte mit Gamma 1 und 2 oder sind es zwei Karten mit Gamma 1 und 2? Und erste Frage, sind es Summonable-Charaktere? Ich weiß nicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie einfach ein Dokkan-Fest Gamma 1 und 2 raushauen vom Film. Warum nicht? Ich hätte nichts dagegen. Mit den 200% Leader und. Aber es könnte auch sein, also ich denke nicht, dass einer von beiden Carnival-Eller sein wird, weil ich gehe davon aus, dass, also wir haben ja noch von dem Film gar nichts, nur so ein Free-to-Play-Gohan und Cell Max als Gegner. Deswegen glaube ich nicht, dass sofort All Out gehen. Erstmal so ein bisschen den Film abarbeiten mit den Karten. Also gehe ich davon aus, dass dieser Gamma 1 und 2, der kommen wird, von dem ersten Part vom Film ist. Also bevor sie gegen Cell Max kämpfen. Davon gehe ich aus. Und deswegen gehe ich nicht davon aus, dass einer von beiden LR wird. Geschweige denn Carnival LR oder so. Sondern ich gehe einfach, wenn sie Summonable sind, gehe ich davon aus, dass sie ein sticknormaler, also das Ding ist, ein sticknormaler Summonable SSR sein werden. Also nicht mal ein Dokkan-Fest oder ein Dokkan-Fest, okay? Und ich würde mir schon eher ein Dokkan-Fest wünschen. Warum nicht? Mein Kid Goku geht offline. Eigentlich ist die Sache, aber das ist das Komische. Aber wie gesagt, so das Schedule und so kann sich immer ändern. Normalerweise kam immer zu Halloween rum ein L heraus auf JP. Die letzten Jahre war das oft so. Ich glaube aber nicht, dass sie die als Summonable L heraushauen. Das wäre direkt Escalation, finde ich. Das ist, und vor allem nicht, wenn die aus dem ersten Part sind. Also ich könnte mir zusammengefasst denken, dass sie ein Summonable Charakter sind. Vielleicht einfach normale SSR tatsächlich. Die kommen einfach in so einem sticknormalen Banner. Keine Dokkan-Fest-Charaktere. Oder Dokkan-Fest. Was ich mir schon eher wünschen würde, dann haben wir einfach schön Dokkan-Fest, Kamer 1 und 2. Also dann als Duo-Charakter. Und die hätten dann 200% wieder Skill für dies und jenes. So, keine Ahnung, sucht euch was aus. Artificial Lifeform, Androids geben die zum Beispiel 170% oder Artificial Lifeform und Movie Heroes, dann geben sie Android den 200% Boost oder andersherum oder Joint Force und so, egal, also sucht euch irgendwas aus. Oder jetzt die zweite Option, sie wären Free-to-Play. Ich meine, es könnte sein, die hauen einfach ein Free-to-Play-Story-Event raus und dann sind das Free-to-Play-Charaktere, weil das sind auch die vom ersten Part. Und wir haben ja ein Free-to-Play-Gohan und das ist so ein SSR und das war's. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie quasi das Story-Event, was besteht, dass sie dann neue Stages bekommen etc. Der Gohan auch einen Dokkan Awakening bekommt, zum Beispiel zu Super Saiyan Gohan, Gamma 1 und 2 jeweils als Free-to-Play-Charakter erscheinen. Und dann machen sie uns so ein bisschen heiß auf das, was uns noch demnächst erwartet. Und dann drücken die das einfach so als Free-to-Play-Content raus, um uns ein bisschen heiß zu machen. Aber der normale Schedule geht eigentlich weiter. Das heißt so, Halloween rum bekommen wir ein Summonable LR wie die Jahre zuvor, sage ich mal. Sucht euch was aus, keine Ahnung, wenn er jetzt Kid Goku-related ist, irgendein Dragon Ball Classic LR, LRDKP, LMR Junior oder so, ich weiß nicht. Und dann geht das Schedule so quasi weiter. Denn wir haben ja noch an der Stelle aus dem japanischen Livestream, wenn mich alles täuscht, könnt mich gerne korrigieren.
Wurde ja gesagt, dass dass weitere Dragon Ball Heroes Charaktere, nicht Dragon Ball Heroes, sorry, das heißt mittlerweile alles so ähnlich, vom Film, vom Dragon Ball Super Super Hero, dass die Charaktere 2022 für JP noch erscheinen werden. Jetzt die Sache. Ihre Aussage hätten sie damit gedeckt, weil die haben noch 2022 und Gamma 1 und 2 sind aus dem Film. Das heißt, wenn wir mal annehmen, die Chars sind diese 2022 Charaktere und dann wir den, die zweite Aussage nehmen aus dem Stream, nämlich, dass das achtjährige Jubiläum Charaktere beinhalten wird, die es so noch nicht gab in Dokkan. Und das muss nicht heißen, dass zum Beispiel kein Goku kommt, kein Gohan, kein Vegeta und so. Nein. Es kann man schon auf viele Weise verstehen. Ich denke, damit meinen sie halt, dass zum achten Jubiläum, welches auf Dokkan Battle JP Ende Januar stattfindet, dass Charaktere kommen werden, die es so in ihrer Form noch nicht gab im Spiel. Also damit ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen, dass es kein Goku wird, kein Vegeta, kein Gohan. Die gibt es ja schon. Nein, nein, nein. Gehe ich schon davon aus, dass die kommen werden, aber halt nicht. Also ich denke, die gehen da speziell auf Transformation ein. Und da macht es dann wahrscheinlich bei den meisten Klick, weil ich schon auf Gohan und Piccolo gesagt habe, was ist, wenn zum Jubiläum tatsächlich dann Gohan Beast gegen Orange Piccolo kommt, weil ich bin mir ziemlich sicher, die Banner-Formate von so Jubiläen oder Worldwide Celebration wurden nicht umsonst geändert. Was meine ich damit? Normalerweise haben wir immer ein Dual Dokkan Fest bekommen. Also jetzt zu den Jubiläen als auch zu den Worldwide Celebration war es ja immer so, dass wir zwei Dokkan Festival-Charaktere bekommen haben, zeitgleich. Zum Beispiel letztes Jahr war es Namek Goku und Freezer, zu den Jubiläen LA God Boys und vierfacher Goku und Vegeta und und. Aber ab der diesjährigen Worldwide Celebration wurde das geändert. Jetzt haben wir einen Dokkan-Fest-Charakter bekommen, das war dieses Jahr LL Cooler zu Part 1. Und mit ihm keinen weiteren Dokkan-Fest als Dual-Release, sondern ein Carnival-LR. Und zu Part 2 dasselbe. Und ich gehe davon aus, das haben die nicht umsonst geändert, weil sie dann, wenn wir davon ausgehen, dass zum 8-jährigen Jubiläum tatsächlich Gohan Beast und Orange Piccolo kommen, dass Gohan Beast der Dokkan-Festival-LR wird und Orange Piccolo ein Carnival-LR. Weil es wäre wirklich durchaus schade, wenn Orange Piccolo einfach ein Nebencharakter ist. Nein, der wäre für mich schon LR, Carnival LR würdig tatsächlich. Und Imagine, die geben den komplett 200% Lead für Movie Heroes oder so. Ich könnte es mir vorstellen, aber das sind nur meine Gedanken dazu, okay? Das ist nichts Offizielles. Dass ihr das schon mal gehört habt. Die Sache ist aber, ey, was ist da mit Global Ozaru? Und das ist das Problem. Weil Globals Jubiläum hat ein festes Datum. Nämlich Juli, 7. Monat. Jetzt überlegt mal, die Globalspieler müssen für Gohan Beast und Orange Piccolo bis nächstes Jahr warten. Nein, da bin ich strikt dagegen. Ich habe keine Geduld mehr. Gestern wieder habe ich es ja gesagt, wo sind diese verdammten Charaktere? Nie im Leben warte ich oder warten Globalspieler oder wünsche ich es Globalspieler, dass sie bis zu dem Jubiläum ihren eigenen warten müssen. Aber was ist, wenn sie nächstes Jahr, also 2023, die Jubiläen vereinen? Also was? Weil ich meine, es wurde einiges geändert vom Schedule und so und so fort, von den Banner-Formaten. Was ist, wenn sie Ende Januar dann tatsächlich sich dazu entscheiden, Gohan Beast und Orange Piccolo kommt zum Jubiläum auf JP, aber nicht nur JP, sondern zukünftig werden Globals Jubiläen sowohl zeitgleich mit den japanischen stattfinden. Ich kann es mir vorstellen, weil so zeitgleiche Celebration bringen schon fett Cash ein, gut Umsatz. Für sowohl Global als auch JP. Ist nur so ein Gedankengang von mir, Freunde. Ich wollte das Ganze mit euch teilen. Auch die News mit Gamma 1 und 2. Ich wollte es einfach abdecken auf meinem Kanal. Ihr lasst mich aber auf jeden Fall wissen, was ihr von dem Ganzen haltet. Sowohl von Gamma 1 und 2. Und apropos, Global hat jetzt Pan bekommen. Eigentlich haben wir die Resurrection F-Charaktere erwartet. Ich habe das in dem Stream auch mal kurz angekratzt. Ich kann mir aber vorstellen, wieso sie jetzt nicht Resurrection F rausgehauen haben, damit sie 3 bis 4 Wochen mehr Zeit haben. Warum? Weil wäre jetzt statt Pan Resurrection F Goku und Vegeta gekommen, müsste zu ihrem Part 2 LR Golden Freezer kommen. Müsste nicht. Okay, wir haben letztes Jahr gesehen, die haben Janemba auch zur Hölle geschoben, aber darum geht's nicht. Und dadurch, dass Pan rausgekommen ist, haben sie jetzt quasi da eine Lücke. Und da können sie ihren Content anpassen. Ziehen sie zum Beispiel Vegeta und Trunks vor? Oder hauen sie dies und jenes rein, damit sie Luft haben für Ende des Jahres? Oder werden sie Ende des Jahres zusammen mit JP, weil JP bekommt Ende des Jahres, und normalerweise war das so, auch ein Dual-Dokkan-Fest-Banner,
werden sie dort mit JP zeitgleich was raushauen. Zum Beispiel die Filmcharaktere oder so. Dass Global da ein bisschen Luft hat, glaube ich, dass sie deswegen jetzt Pan rausgehauen haben und nicht die Resurrection F-Charaktere. Leute, okay, ich habe viele Gedanken jetzt mit euch geteilt. Ich wollte die einfach quasi mit euch teilen und auch eure Meinung will ich dazu wissen. Auf jeden Fall in den Kommentaren. Was sagt ihr dazu zu den Leaks Gamma 1 und 2? Wie stellt ihr sie euch vor? Free-to-play, Summonable und. Und was denkt ihr, heißt das für die Zukunft? Auch wegen den Aussagen. Das sind im Prinzip dann die 2022 Filmcharaktere. Aber was ist dann mit der Aussage des 6-8-jährigen Jubiläum, dass sie Charaktere bekommen werden, die es so noch nicht gab? Ist damit Goran Beast und Orange Piccolo gemeint? Falls ja, wird es dann eine zeitgleiche Celebration sein, also zeitgleiches Jubiläum. Sowohl JP als auch Global. Danke fürs Zusehen, Freunde, und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.